Wir stehen noch ganz am Anfang, liebe Schwestern und Brüder. Ganz am Anfang dieser so wichtigen und heiligen Zeit. Und irgendwie stehen wir immer ganz am Anfang. Wer verlernt und nicht mehr weiß, dass man immer anfangen muss, für den ist es vielleicht immer zu spät. Es gilt immer anzufangen. Was sagen uns die Schrifttexte heute? Was hören wir im Wort Gottes von diesem Anfang? Das Buch Deuteronom sagt uns in der Stimme des Mose, es geht darum, den richtigen Weg zu wählen. Segen oder Fluch? Tod oder Leben? Das ist also das große Ziel dieses Weges, den wir gestern begonnen haben. Leben, Segen, Heilung. Aber wie? Darauf antwortet Jesus heute. Geradezu mit einem Paradox. Er sagt zuerst etwas über sein eigenes Schicksal, damit er eben nicht wie so viele dieser Tage mit dem moralischen Zeigefinger herumläuft, sondern er spricht zuerst darüber, dass er selber Verworfenheit, Verachtung, Passion, ja, schändlichen Tod erleiden muss. Aber dass damit die Sache nicht zu Ende ist und das Leben nicht zu Ende ist, sondern erst dadurch Leben in diese Welt kommt. Leben, wie Gott es von Anfang an gewollt hat. Leben aus Gott. Was heißt das für uns? Das sagt Jesus als nächstes. Wer mein Jünger sein will? Mein Gott, was läuft heute alles unter dem Namen christlich herum? Dabei geht es uns nicht darum, zu urteilen über andere, sondern sich zu fragen, naja, wie sieht denn, welche Flagge ziehe denn ich gerade hoch? An meinem schaukelnden Boot oder an meinem prachtvollen Dampfer, der zumindest von außen hin so großartig dahingleitet auf dem Strom des Lebens. Unter welcher Fahne fahre ich denn? Christ steht schnell wo drauf. Aber wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich. Ist gar nicht in. Ist nicht in. Wir machen gerade Christentum, damit wir irgendwie noch ankommen in unserer Gesellschaft zu einer Wellness-Oase. Es muss alles irgendwie hauptsächlich nett sein. Gestern sah ich, dass eine große Abtei von Frauen am Aschermittwoch ihr Café eröffnet. Man konnte die ganzen Köstlichkeiten auch auf den Bildern sehen. Ich konnte nicht an mich halten, habe das ein bisschen kritisch kommentiert, aber freundlich. Daraufhin wurde mir dann erklärt, man soll da nicht so kleinlich sein, schließlich würde es ja auch da eine Zusammenarbeit mit Behinderten geben. Dass so etwas wichtig ist, liebe Schwestern und Brüder, will doch niemand bestreiten. Aber am Aschermittwoch? Nonnen? Was ist das für ein Zeichen, das wir geben? Wir sind heute am zweiten Tag der Fastenzeit und wir sollten uns fragen, wie viele Kompromisse habe ich schon geschlossen? Wo mache ich denn sozusagen von vornherein schon Kompromisse und sage, das geht ja irgendwie gar nicht. Das ist zu viel für mich. Und wo suche ich mir permanent Ausreden? Vielleicht am zweiten Tag schon. In der gesamten geistlichen Tradition kann man davon nur abraten. Denn man kann ganz klar sehen, wo das am Ende der ersten Woche sein wird. Da, wo es Faschingsdienstag war. Nirgendwo anders. Wenn nicht schlimmer. Wir müssen, liebe Schwestern und Brüder, klar bleiben. Heute mehr denn je. Denn wir sind nur noch wenige. Der verleugne sich selbst, wer sich mein Jünger nennen will, und nehme sein Kreuz auf sich. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen dran setzt, wer es investiert und wer es dabei verliert, der gewinnt es.
Vielleicht können uns das ein oder andere Wort der Väter aus der Wüste und Mütter aus der Wüste in dieser Zeit wieder stärken mit ihrem starken, kraftvollen geistlichen Gehalt und ihrer Nüchternheit. Ein von der Traurigkeit beherrschter Bruder fragte einen Alten und sagte: Was soll ich tun? Meine Gedanken reden mir ein und sagen mir: Vollkommen umsonst hast du dich von der Welt zurückgezogen. Du kannst nicht gerettet werden. Der Alte sagte ihm: Selbst wenn wir nicht in das Land der Verheißung eintreten können, ist es besser, dass unsere Glieder in der Wüste zugrunde gehen, als nach Ägypten zurückzukehren. Welch ein Wort! Auf uns gemünzt, was heißt das? Fastenzeit halten, Regeln beobachten, mehr beten, richtig fasten mit dem Leib, uns zurückhalten, nüchtern sein. Wozu ist das alles gut? Es bringt doch irgendwie gar nichts. Oder, naja gut, jetzt Augen zu und durch und ab Ostern ist dann eh alles wieder wie früher. Nein. Selbst wenn uns das Ziel nicht klar sein sollte, zurück nach Ägypten können wir nicht. Denn Christus ist in uns. Sein Leben ist seit der Taufe in uns eingepflanzt. Und dafür tragen wir Verantwortung, dass es wachsen kann. Wir sollten sie wahrnehmen.